Hallo liebe Gruselfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Evil Within 2. So. Wir haben eine Aufgabe. Die Aufgabe lautet, suche dir einen Weg durch die Überreste von Julien, um zum Hotel im Geschäftsviertel zu gelangen. Und ich will da gar nicht hin. Wo war die Tür? Ich finde noch nicht mal raus. Wie soll ich denn hier... Ja, ich habe übrigens unser letztes Gel nochmal eingetauscht. Für das Schwanken, nicht für das Schwanken der Waffe, sondern für den Rückstoß. Für mehr hat es leider nicht gereicht. So, ich hoffe, unser Kollege hier lässt uns jetzt unbehelligt dahin. Ist hier eigentlich noch was? Sebastian, mach keine Ausflüge. Sieh zu, dass du da hinkommst, bevor der Typ wieder angelatscht kommt. So, müssen wir mal gucken, dass wir hier rauskommen. Okay, hier ist alles in... Oh Gott, Hilfe. Da sehe ich noch was leuchten. Oh nein, ich höre ihn schon wieder. Das Feuer wird dich verzehren. Du wirst gereinigt. Oh, der Typ, ne? Der ist halt super lästig. Boah, was? Boah, ist das ätzend. Ich kann doch jetzt nicht an dem wieder meine ganze Muni hier verschwenden. Ah. Wo bist du hin? Hier, weg von dir. Boah, wie der einfach nervt. Jetzt können wir hier wieder Kaffee trinken gehen. Weil der Typ... Boah, das ist so ätzend. Ich will jetzt nicht die ganze Munition auf den... Boah, werfen. So, neuer Versuch. Vielleicht ist er jetzt weg. Wie blöd der ist. Ich meine, ja, natürlich können wir den platt machen. Aber da ich nicht weiß, wie gut wir mit Munition versorgt werden oder auch nicht, möchte ich da das nicht unbedingt riskieren. Jetzt latscht der läuft halt genau da rum, ne? Jetzt komm doch nicht hier lang. Wo ist der jetzt hin? Hier komme ich nicht rein. Oh, ich muss da hinten rein. Entschuldigung. Das Hotel ist sauber, Hoffmann. Sind Sie mit den Anpassungen fertig? Weiter geht's nicht. Okay, ich schicke Ihnen die Koordinaten. Oh. Ja, erstmal im Feuer wärmen. War ja noch nicht warm genug. Ja, hier ist es. Toll. Was ist das? Ein tragbarer Feldstabilisator. O'Neill muss daran gearbeitet haben, bevor er von Theodore verändert wurde.
Er erzeugt einen kleinen, stabilen Bereich, der das Feuer fernhalten müsste. Wie klein? Der Umfang entspricht ungefähr einem Unterschlupf. Groß genug also. Gut. Wie funktioniert er? Das ist der schwierige Teil. Er ist ein Prototyp und zickt daher ein bisschen rum. Ich muss ihn bedienen. Das Letzte, was Sie gebrauchen können, ist ein Ausfall, während Sie in einer Flammenwand stehen. Das kann ich nicht zulassen. Das ist zu gefährlich. Und hier zu bleiben, wenn Sie nicht reinkommen, ist es auch. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Wir kommen da nur durch, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist der einzige Weg, um Lily zu retten. Und wenn Sie eine Psychoanalyse brauchen? Wer hilft Ihnen dann? Sie wissen genau, wie Sie mich überzeugen können, Hoffmann. Natürlich. Ich bin die Teampsychologin. Das sind Sie. Sie sollten sich vorbereiten. Geben Sie Bescheid, wenn es losgehen kann. Okay. Oh. Hoffmans Tagebuch. Die Handschrift in diesem Tagebuch ist schwer zu entziffern, aber mit Mühe gelingt es dir, den letzten Eintrag zu lesen. Liams Transformation war schrecklich und faszinierend zugleich. Sie ging weit über neurolinguistische Programmierung hinaus. Theodors Worte haben Liam nicht nur beeinflusst, sondern auch körperlich transformiert. Kein Wunder, dass Theodore die Kontrolle über den Stem haben möchte. Er hat sein bereits großes Talent zur Beeinflussung noch weiter verstärkt. Die Dinge, die er hier tun könnte. Sebastians Persönlichkeit ist nicht so schwach wie Liams, aber er leidet nach wie vor unter einem nicht gelösten Trauma. Theodore wird ohne Zweifel seine neuen Fähigkeiten nutzen, um Sebastian zu brechen. Ich hoffe nur, dass er stark genug ist, ihm zu widerstehen. Okay. Gut, wir bekommen... Upsa, viel Zeug. Gucken wir, ob hier noch mehr liegt. Viel ist nicht viel genug. Was ist das denn? Oh, wir haben wieder was gefunden. Einen mysteriösen Becher, der mir aber jetzt gerade nichts sagt. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Oh, wie gerne würde ich mich jetzt einfach hier auf diese Kuschelsessel setzen. Anstatt da jetzt weiterzugehen. Ich gehe nochmal kurz nach oben. Aber die Türen sind und bleiben zu, ne? Gut. Okay. Wie er da draußen Party macht. Er steht halt genau vor der Tür und macht Party. Was öffnen? Achso, hier. Nochmal eine Sicherung. Es läuft alles auf Bolzen hinaus irgendwie, ne? Wir haben auch Kältebolzen bekommen und so. Schießpulver war da ja auch nochmal. Ich gehe jetzt nochmal an die Getränkeautomaten. Vielleicht sind die ja gnädig und spucken auch noch was aus. Toll, ein Zopf. Ein Kopf. Okay. Oh, danke. Zwei Sicherungen. Okay. Gut, wenn wir so viele Sicherungen und sonstiges kriegen, dann gehe ich nochmal kurz in den Spiegel. Und, hier ist aber auch kein Schlüssel oder sowas, ne? Ist hier kein Schlüssel? Wo sind bloß die ganzen Schlüssel gewesen? Wie viele habe ich übersehen? Leider gibt es hier auch keinen Schlüssel. Und, ich gehe nochmal ganz kurz in den Spiegel und gucke, ob wir uns noch ein paar Bolzen machen können. Ja, Kätzchen, ich würde auch jetzt gern bei dir bleiben. 14 Schießpulver. Also wir können auf jeden Fall machen... Wir haben viel für Schockbolzen bekommen, ne? Viel sicher... Obwohl, hä?
Wir haben doch mindestens eine Sicherung gekriegt. Oh ja, wir haben ganz viele Sicherungen. Machen wir mal drei, ne? Erstmal. So, dann haben wir jetzt von jedem etwas dabei. In der Hoffnung, dass das kein Fehler war. Okay. Gut, wir speichern noch schnell und dann geht's los. Juhu. Ich hasse sowas, ne? So. Sind Sie bereit, Sebastian? Nein, ich bin nie bereit. Alles klar, Hoffmann. Tun wir's. Okay. Nach Ihnen. Mhm. Ich muss ihn von hier an tragen und bedienen. Er müsste uns vor dem Feuer schützen, hält aber die Dinger da drin nicht davon ab, uns töten zu wollen. Das dachte ich mir schon. Keine Sorge, um die kümmere ich mich. Ja. Wird schon schief gehen. Klar, das glaube ich auch. Es funktioniert. Bleiben Sie nur innerhalb der Kuppel. Los! Ich gebe mir Mühe. Ich kann durch die ganzen Flammen nichts sehen. Halten Sie nach diesen Dingern Ausschau und folgen Sie mir. Ich kenne den Weg. Oh Gott, Hilfe. Ich hab ihn! Oh, Munition, danke. Oh, wir kriegen von ihr Munition. Okay. Noch eine. Passen Sie auf, Hoffmann. Dafür sind Sie zuständig. Ja, ich weiß nur nicht von Na, wo. Toll. Die sind überall. Oh, von da. Oh. Nein. Oh Gott, Sebastian! Hilfe. Ich weiß nicht, wie lange das Ding noch hält. Gib mir das. Schnell noch. Das ist ja praktisch mit der Munitionstasche hier, die laufende. Wie weit noch? Wird viel länger, wenn man drin ist. Er will uns fernhalten. Gut. Das heißt, er hat Angst. Hat die eigentlich nur Pistolenmunition oder hat die auch andere Dinge dabei? Dann würde ich mal meine Schrotflinte auspacken. Probier's mal, ne? Ich glaube aber, die hat nur Pistolen. Nicht stehen bleiben. Wir sind fast da. Warten Sie! Mit dem Stabilisator stimmt was nicht. Können Sie ihn reparieren? Ich arbeite dran. Geben Sie mir Deckung. Mach ich. Ich glaube, die hat noch die volle Munition. Ja. Aua. Ich bin mir im Fallen jetzt noch hier die Fresse eingeschlagen. Das ist ja nicht gut. Er läuft wieder. Los, weiter. Ja. Das war knapp. Kein Problem. Mach schnell, mach auf, Sebastian. Wir müssen alles mitnehmen. Bedauern Sie es schon? Damit kann ich wieder gut machen, was ich Lilly angetan habe. Und all den anderen, die wegen mir im Stamm sind. Also nein, ich bedauere es nicht. Nimm.
fuck. Aua, lass das doch sein, du Idiot. No. Boah, Hilfe. Meine Haut brennt. Aber ich schaff's schon hier durch. Ja, deine Kollegin freut sich auch ihres Lebens. Hat die jetzt keine Munition mehr, oder was? Was hat der denn hier für einen Service? Hier ist noch was. Ich nehme es. Schnell. Schrotmunition. Sehr schön. Hoffmann, was ist los? Er fällt wieder aus. Lass sie! Beeilung, hier wird's ziemlich heiß. Das kann man so sagen. Oh. Hilfe. Mann, schieß! Aua. Oh, oh, wir sind gleich tot. Alles in Ordnung? Klar, mir geht's super. Wir müssen raus. Los! Laufen Sie! Fast geschafft! Tut mir leid, Yukiko. Er wird dafür bezahlen. Versprochen. Kapitel 14. Ein Altar in Flammen. Nach all dem bin nur noch ich übrig. Aber er wird mich nicht aufhalten. Ja, am Ende jeder guten Geschichte steht der Held am Ende alleine da. Und verliert auch die letzte Begleitung, die er hatte. Und mein Gott, wo sind wir denn jetzt? Warum kann ich mich daran nicht erinnern? Ich sehe auf jeden Fall hier Dinge leuchten. Das ist gut. Das sieht mir aber auch ein bisschen nach Arena aus. Das ist nicht so gut. Aber vielleicht irre ich mich ja. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Hier findet man jetzt natürlich so eine Schlüsselstatue überhaupt nicht, sofern wir sie denn überhaupt noch brauchen. Achso, ist eine Flasche. Oh, wir könnten mal ein Spritzchen nehmen, wa? Okay.
bin gerade still. Das sieht aber sehr cool aus hier. Aber auch verstörend. Okay, wir haben ja genug Kraut, ne? Können wir mal improvisieren. Ich mach mal vorsichtshalber. So. Ja, und was sich hinter dieser Tür verbirgt, ihr Lieben, das erfahrt ihr leider, leider, und ich auch, in der nächsten Folge erst von The Evil Within 2. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und gehabt euch wohl.